Prost! Prosi! Prost! Trennt euch! Auf den grandiosen Sommer. Oh, so ein kaltes Bier im Sommer, ist schon eigentlich ganz geil, aber jetzt mal ehrlich, also gerade gehen die Temperaturen ja schon wieder ordentlich runter, ne? Ist schon wieder ein bisschen frisch geworden. Ich hab das Gefühl, der Sommer ist schon wieder vorbei. Ja, so eine kurze Phase irgendwie. Ja, wir sind noch letztes Jahr über Monate hinweg Hitze, Sonne, Sonnenschein, Kanaris. Schon geil. Boah. Oder wenn ich so zurückdenke, Gran Canaria? Test 1, 2, 1, 2. Alarmposition, es geht los! Kameramann! Sofort auf deinen Platz! Halt schon schön, aber ja, so irgendwie so einen richtig sommerlichen Kick irgendwie, so was Spaßes mit so einem Cocktail. Das war eigentlich genau das Cocktail, Richtige. Schön Früchten drauf tapiert, Eis da drin. Mega das geil. Super, oder? Passend. Das aber ja, wir haben jetzt Bier hier. Ich hab nicht genug Zeug für einen Cocktail. Also hier steht jetzt vielleicht noch ein Wodka irgendwo in der Ecke, aber ich hab einfach keinen Cocktail hier. So. Okay. Pfeife ist auch schon so langsam durch, ne? Oh, so ein Pina Colada. So ein richtig ja, schöner Pina Colada. Ja, so ein Ananas, geil. Kokos. Das wäre jetzt genau das Passende. Wenigstens das Feeling, ja. Was macht denn jetzt wieder? Ich habe da mal was mitgebracht. Sag mal, kennt ihr schon den Fumari Caribbean Sonada? Nee! Wie geil! Was ist das? Tja, Sommer im Winter, Alter. Richtig. Verbirgt sich nämlich ein richtig geiler Pina Colada Tabak da drin. Und den zeigen wir euch jetzt. Jo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video vom Shisha Team. Heute mit am Start Adi und Flo. Jo. Max ist leider verhindert, der wird aber hoffentlich beim nächsten Video wieder mit dabei sein. Jo. Ja, wie schon angekündigt gerade, haben wir einen neuen leckeren Tabak. Den haben wir, das ist quasi unsere Errungenschaft von der Shisha-Messe 2019 in Frankfurt. Und das ist Fumari, eine vielleicht bis dahin noch unbekannte Marke. Haben wir da auch zum ersten Mal entdeckt.
Und ja, die haben ein paar geile Flavor mit dabei gehabt. Und wir haben uns heute halt natürlich passend zum Sommer den Caribbean Sonada ausgesucht, Pina Colada. Was schon mal als erstes auffällt, ist, dass ihr die 200 Gramm für 22,90 bekommt. Nicht ganz günstig. Es ist halt Ami-Tabak. Ja, deswegen. Aber nicht, dass die ersten schon wegschalten. Ihr habt hier nicht diese krass penetrante Tabaknote, die man sonst von einem Ami-Tabak kennt, dabei. Von daher ist das wirklich ein super Raucherlebnis. Und ja, ihr bekommt das. Das ist halt ein bisschen komisch. Ihr kriegt halt hier so eine kleine... Ja, so eine schöne Pappverpackung, wo der Tabak halt einfach nur drin ist. Ja, ich weiß nicht, vielleicht mussten bei den 22,90 dann irgendwie kein Geld mehr übrig für eine richtige Verpackung. Das ist leider ein Minuspunkt, aber auch, glaube ich, fast der einzige, weil es sifft halt. Also wenn ihr den hier drin lasst, ja, ihr habt hier einen schönen Zipper, könnt ihr zumachen, aber... Überall, weißt du ja, der letzte Tropf geht immer ins Hemd. Es ist halt wirklich so, dass ja, ihr könnt den Zipper wirklich dicht zuschließen, aber wenn ihr die Verpackung falsch rum irgendwie in den Rucksack werft oder so, Adi kann da ein Lied von singen. Wir haben uns einen schönen Cappuccino-Tabak geholt, der war dann im Rucksack verewigt und der riecht auch immer noch. Ja. Also am besten packt das Ding einfach um in eine alte Dose, die ihr da habt und dann passiert oder euch in eine gute Melitta, die kriegt das vielleicht auch noch hin. Genau. Oder ihr lasst es zu Hause stehen und dann aufrecht. So, dann kommen wir mal gleich zum Schnitt. Wow. Ja, also schnitttechnisch sieht man auf jeden Fall, dass der wirklich sehr, sehr, sehr fein ist. Mhm. Und dadurch... Ja, ist die Molasse halt auch überall mit dran. Also ihr könntet den wahrscheinlich wirklich gut rausnehmen und damit eine Sandburg oder irgendwas, also eine Tabakburg bauen. Also der klebt halt einfach monströs. Tabakburg. Keine Idee. Okay, gut. Ja, ihr werdet es halt, ihr seht es ja, der ist halt wirklich super fein, super vollgesaugt, aber beim Kopfbau gar keine Probleme. Ihr müsst vielleicht ein bisschen aufpassen, wenn ihr kein Sieb benutzt, so wie wir, dass ihr damit euch nicht die, ja, die Löcher verstopft. Vom Kopf. Wow. Ich gebe weiter. Dankeschön. Benni, noch einen Zug. Also, machen wir mal ganz schnell weiter mit dem Geruch. Ihr kennt es. Ich halte da meinen Zinken rein. Oh. Alter Schwede. Riecht das geil. Wenn ihr Pina Colada kennt, diesen typischen Cocktail aus... Was besteht der nochmal? Aus Ananas. Sahne und wie hieß denn der Kokoslikör? Batida de Coco. Der kam übrigens von der Jury. Schön. Der kam der Jury. Halt, stopp. Cut. Jetzt kommt dann in die Outtakes, bitte. Der kam, in die Outtakes. Der kam natürlich von der Regie. Ganz genau. Ja, ihr kennt glaube ich Pina Colada. Und das erste, was euch hier wirklich in der Nase kitzelt, ist diese richtig geile Ananasnote. Begleitet von so einem süßen, cremigen Kokosgeruch. Es riecht einfach extrem rund, geil zum Reinlegen. Also der Geruch macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Ich kann euch sagen, wenn ihr jetzt vielleicht nicht die übelsten Fans von Batida de Coco seid und auch von Kokosnuss, lasst euch nicht abschrecken, weil die Ananasnote dominiert auf jeden Fall im Geruch. Werden wir mal sehen, ob das im Geschmack genauso ist. Aber wie gesagt, das ist halt ein richtig geiler Sommertabak. Also ich möchte den in meiner Sammlung nicht mehr missen. Ja, würde ich sagen, rede ich mal ein bisschen über den Geschmack. Versuchen wir nochmal ganz kurz. Sommer, Winter. Ja, sag ich doch. Hammer. Also der Geschmack ist genauso, wie Adi den Geruch schon beschrieben hat. Es dominiert doch sehr stark die Ananas. Und im Nachgeschmack, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das wie der pure Batida de Coco. So schön cremig, ne? Richtig schön cremig. Man hat eine Kokosnuss drin und auch schon, wie gesagt, keine Angst irgendwie haben. Es ist jetzt nicht, wie wenn ich einen Bounty ausschlurfe oder sowas. Es ist wirklich sanft. Also der kommt so Stück für Stück ein bisschen, auch der hält sich auch lange im Mund, muss ich sagen, der Geschmack. Also habe ich selten Tabak gehabt, der sich so lange auch im Mund hält. Und ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst gehabt vor dem Tabak, weil ich bin eigentlich überhaupt kein Batida de Coco Fan. Also
Damit schieße ich mich normalerweise vollkommen ins Aus. Mhm. Aber hier ist der Tabak echt mega lecker. Also den kann ich wärmstens empfehlen für warme Zeiten. Ganz genau. Also lasst euch auch nicht von dem Cocktail abschrecken. Es ist da kein Alkoholgeschmack mit dabei. Ihr habt da wirklich reine Ananas- und Kokosnoten mit dabei. Und ja, die Cremigkeit drückt auch nicht. Das finde ich bei dem Tabak extrem gut. Ihr kennt bestimmt andere Beispiele, wo einfach der Tabak durch diese süß-cremige Note extrem drückend wird. Finde ich hier gar nicht. Allerdings muss man sagen, er kann speziell auch im Lotus-Setup, also dieses Sapphire Power Bowl mit Lotus, wenn ihr da so Vollkontakt raucht, dann kann er so eine leichte Bitterkeit irgendwie kriegen. Das ist jetzt im Kamin. Wir rauchen mit dem Butcher. Specht V2A heißt der, glaube ich. Da ist es gar kein Problem. Gutes Overpacking und gebt ihm volle Hitze. Ja. Ja, normalerweise sagen wir das jetzt nicht mehr, aber hier will ich es mal betonen, weil ich es hier extrem finde. Also die Rauchentwicklung, dadurch, dass der Schnitt so fein ist und der wirklich ganz schön sifft, ist die Rauchentwicklung natürlich extrem. Man sieht es hier ja regelmäßig, wenn wir dann ziehen. Also da kommt richtig was raus. Hast du noch was anzufügen, Adi? Nö. Also, wie gesagt, so für die, klar, am Anfang so die 22 Euro hier, die lohnen sich auf jeden Fall. Also es war wirklich ein guter Griff, den wir da hatten. Er hat wirklich auch voll überzeugt. Ist einfach super lecker. Gerade auch mal was anderes zu den Standardsorten. Und ja, mehr muss man eigentlich gar nicht sagen. Also ihr solltet euch den auf jeden Fall irgendwie zulegen. Ich weiß gar nicht, kriegt man den online vielleicht? Ja, den kriegt ihr auf jeden Fall online. Googelt mal nach. Das Fumari ist ja jetzt, du hattest zwar gesagt, eine neue Marke. Für uns ist der erste Fumari-Tabak, den wir probiert haben. Fumari ist natürlich für die alteingesessenen Shisha-Raucher schon eine bekannte Marke. Hier in Deutschland noch nicht vollkommen angekommen, aber man kriegt sie auf jeden Fall. Also schaut mal im Internet, in eurem lokalen Shisha-Shop würde ich jetzt nicht unbedingt drauf verwetten, dass die den da haben. Aber ihr könnt den online bestellen. Ja. Und dann würde ich direkt sagen, für uns gibt es dafür klare Kauf- und Probierempfehlung. Definitiv. Könnt ihr euch mal zulegen. Ja, Mann. Und, müssen wir eigentlich gar nicht mehr groß zu sagen. Rauch habt ihr gesehen, läuft im Setup gar kein Problem. Und wir haben auf jeden Fall auch noch für einen der nächsten Videos noch einen zweiten Fumari-Tabak, der halt genauso Bombe ist. Werden wir demnächst vorstellen. Und dann würde ich sagen, ja, nicht viel schnacken. Wir sind durch. Wir rauchen die Pfeife jetzt noch gemütlich zu Ende. Und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Video wieder. Und bis dahin, checkt mal unsere Social-Media-Kanäle aus. Gebt doch gerne ein Like und ein Abo, wenn ihr nichts weiter verpassen wollt. Und ja, dann bleibt mir nichts weiter zu sagen als ciao, genießt den Sommer. Ciao, ciao. Schönen Abend, Tag, Morgen, wann auch immer ihr das Video seht. Und wir sind raus. Euer Shisha-Team. Haut rein. Bis dann. Ciao. Oder sowas. Wir haben im Callcenter mittlerweile nur 2 oder 3 Leute zu sitzen. Das sind aber in der Regel ausländische. Die versteht ihr sowieso nicht. Einfach auflegen, wenn die rangehen. Das ist Rassismus, das muss raus. Das war wieder mal die Idee. Okay, okay, dann muss ich mich anschließen. That's racist! Flo, geh, bitte. Verschwinde. Bitte geh. Und lass dein T-Shirt da. Stimme, Flo. Ausziehen! Ausziehen! Oh, sein Schlauch. Bin ich noch zu sehen? Ja, nee, ausziehen, das tue ich jetzt hier nicht, also weil dann haben wir schnell wieder 100 Abos weniger. Also vielleicht steigert das unsere Abos. Also erstmal. Hier ist eine Motte drin. Na toll. Hallo, eine Schnacke! Fuck you, Motte. Spür seine Angst, Motte. Mann! Das ist ein Austake. Jetzt darf ich dir ein Austake? Ein Austake. Ein Austake, Alter. So. Ach, Kamera ist ja aus, dann hätte ich gar nicht so Leute. Die ist an. Ah, perfekt. Der kommt rein. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass Ali und ich wunderbar gekleidet sind, perfekt zum Video? Das muss im Video drin und sein. Du nicht. Das. Furchtbar. Den hast du dir bei dir. Definitiv. So, auf geht's. Meine Haare. Auf geht's. Ist angeraucht? Ja. Welchen darf ich noch haben? Gar keinen. Nett. Nimm mal den Gift.